Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir zu Forge of Empires. Heute geht es um das Sommer-Event. Das ist jetzt aktuell noch auf dem Beta-Server online, noch circa 2 Tage und 16 Stunden, dann ist es auch schon wieder rum. Ist für mich das erste Mal, dass ich daran teilnehme, also die Spielmechanik war mir bisher nicht bekannt. Das Eventgebäude finde ich, was jetzt zu diesem Event gehört, ist super. Also werde ich auch gleich mal vorstellen. Man sieht es hier auch schon ausgebaut. Mir fehlt jetzt noch eine Stufe, die bekomme ich mit dem Abschluss der letzten Quest, aber das sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Dann gibt es auch noch diese, ich nenne es mal Add-ons, ja, also es ist ein Kettengebäude, das heißt zu den Werten, die das Hauptgebäude selbst schon liefert, dieses sogenannte Piratenversteck, gibt es noch entsprechende Möglichkeiten, die Ausbeute zu erhöhen. Das zeige ich dann gleich. Schauen wir mal erst hier in die Event-Quests rein. Ihr seht das, ich habe jetzt 53 von 55 Aufgaben bereits geschafft. Ich muss jetzt noch warten, bis ich die vorletzte Aufgabe lösen darf und dann auch noch die letzte. Dann ist mein Hauptgebäude ausgebaut, voll ausgebaut auf Stufe 9. Es fängt ganz beschaulich an und wie so häufig mit Begeisterung und mit Bewohnern, dann mit einer Münzproduktion. Braucht vom Platz her insgesamt 30 Felder, also ja, zählt schon zu den größeren Gebäuden, aber auf jeden Fall wird das alles wieder wettgemacht, wenn ihr euch die letzte Ausbaustufe dann mal anschaut. Das Ganze steigert sich dann nochmal, sowohl in der Begeisterung als auch in den Bewohnern, so ist es ja üblich. Und dann kommt jetzt noch diese Zufallsproduktion, Random Production dazu. Jetzt hier an der Stelle Medaillen oder Vorräte. Das Ganze steigert sich weiter. Ich muss jetzt nicht alle Stufen vorstellen, aber hier kommen noch Güter dazu. Dann kommen hier Forge-Punkte dazu. Und ihr seht die Wahrscheinlichkeit dieser, Random Production, ja, dieser möglichen Belohnungen, die man da erhält, die variiert dann. Ja. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel auf Stufe 4 zu 5, jeweils 5% die Möglichkeit, 3 Forge-Punkte oder 15 Güter zu erhalten und zu 45% die 450 Medaillen oder die 7500 Vorräte. Wir springen mal ein bisschen weiter, da wird es interessant. Da gehen wir mal auf Stufe 8, da bin ich ja aktuell. Also es kommt dann irgendwann, man sieht es schon, ja, der Kampfesrausch, Kampfkraft oder wie auch immer das heißt auf Deutsch dazu. Auf Stufe 8 sind es 11%, also noch relativ beschaulich. Wenn ihr jetzt aber mal unten in den Werten schaut, dann habt ihr hier schon die Möglichkeit zu 35%, also die höchste Wahrscheinlichkeit, 30 Forge-Punkte zu erhalten. Auf Stufe 9, also voll ausgebaut, sind das sogar 40 mögliche Forge-Punkte. Immerhin eine Chance von 32% 85 Güter zu erhalten, 20% 1050 Medaillen und 8% 12500 Vorräte. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder zeitalterabhängig ist. Ich bin hier im frühen Mittelalter, also ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich auch mit dem Zeitalter vor allen Dingen die Medaillen und auch die Vorräte mit anwachsen. Aber nichtsdestotrotz, also die 40 Forge-Punkte, die sind für, ich denke, für jeden Spieler interessant, egal ob man jetzt auf Kampfkraft geht, wo es hier die 17% bringt oder halt auf eine Forge-Punkt-Stadt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gebäude für die Fläche von 30 Feldern. Also das hat mich schon überzeugt. Ich denke auch für frühe Spieler nicht uninteressant, auch schon so ein Gebäude zu haben. Also die Forge-Punkte sind natürlich, wenn ihr relativ am Anfang seid, die übertreffen vielleicht schon eure bisherige Tagesproduktion, wenn ihr die denn schafft mit den 40%. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ganz gut. Aber alleine schon auch Bewohner, Zufriedenheit, das sind so Punkte gerade am Anfang, wenn man spielt. Wohnhäuser sind halt doof. Also Wohnhäuser brauchen eigentlich nur unnötigen Platz. Genauso wie irgendwelche Dekorationen oder sonst irgendwas, die man braucht, um die Begeisterung von mindestens 120% zu erreichen. Die Produktion, den Boost auf 120% zu bringen, indem ich die Bevölkerung begeistert mache. Das meinte ich. Ja, wie sieht das Spiel selbst aus? Also ihr bekommt in diesen Quests Dublonen. Man sieht das hier auch. Ja, mit der 45. Quest erhaltet ihr 22 Dublonen. Ansonsten jeden Tag fürs Einloggen entsprechend eine Dublone. Auch in den Ereignissen oder zu Englisch Incidents können Dublonen versteckt sein. Ich habe ja gerade noch nach 2 Stück gesucht, aber hatte keinen Erfolg dabei. Ich hatte bisher tatsächlich,
zwei Dublonen, die ich durch Ereignisse gesammelt habe. Also es war mit Abstand das Event, wo ich durch Ereignisse am wenigsten, tatsächlich am wenigsten aus der Eventwährung erhalten habe. Was noch ganz gut ist, ist, wenn ihr auch zum auf dem Beta-Server erhaltet ihr immer die 1000 Diamanten extra. Ich habe jetzt davon nichts eingesetzt bisher. Ich kann das Gebäude auch so ausbauen. Wenn ihr aber auf dem Live-Server spielt und ihr habt den Newsletter abonniert, ich meine, so funktioniert das, dann bekommt ihr auch nochmal zum Eventstart entsprechend etwas geschenkt. Ich bekomme dann immer eine Mail auf meinem Live-Server. Wenn ihr auf mehreren Welten unterwegs seid, dann achtet darauf, dass ihr euch dann mit dem Klick in der E-Mail auch in der richtigen Welt anmeldet. Ich vermute mal, da werden ein paar Dublonen drin sein, denn es gibt nur diese eine Eventwährung im Gegensatz zum Beispiel zum Wildlife- oder Wildpark-Event, wie sie es jetzt auf Deutsch nennen, wo es die Münzen gibt, die Wildparkmünzen und die Tickets, damit man an dem Minispiel teilnehmen darf. Das gibt es hier nicht. Ihr könnt, und das ist eigentlich auch schon so das Interessante an diesem Event, euch im Prinzip auch alle Dublonen bis auf einen Tag aufbewahren. Wenn ihr jetzt auf ganz gewisse Dinge spielen wollt oder sowas, ja. Also es verfällt nichts. Das ist auch nicht so wie beim Wildpark-Event, wo ihr alle paar Stunden irgendwie ein Ticket bekommt, eine Dublone oder sowas. Das ist völlig unabhängig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nochmal in die Eventreihe gehe oder in die Questreihe, dass ich das am Anfang sehr schleppend fand. Ja, jeden Tag eine Dublone. Zum Start hat man irgendwie was bekommen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich finde, man jagt immer so wirklich den Quests hinterher. Also Questbelohnung, klar, da kommen dann immer die Dublonen rein. Aber interessant war es tatsächlich hier mit dieser 45. Quest, weil dann hatte man auch echt mal die Möglichkeit, einige Runden zu spielen. Das fand ich schon echt nett. So, schauen wir mal ins Spiel selbst, ins Minispiel. Ihr seht hier unten schon, es gibt einen sogenannten News-Ticker, der euch, wenn ihr mit der Maus so mit einem Mouse-Over drüber bleibt, anzeigt, wer gerade was gewonnen habt. Ihr spielt also mit, ich will nicht sagen gegen andere Mitspieler, aber im Prinzip schon an diesem Rad. Und hier oben bekomme ich dann die Dublonen angezeigt, die ich halt zur Verfügung habe, um zu drehen. Jedes Drehen kostet eine Dublone. Ich kann natürlich unter Einsatz von Diamanten weitere Dublonen kaufen. Drehen kann ich hier über diesen Spin-Button und dann dreht sich das Rädchen und dann kann ich auch wieder stoppen. Es gibt meiner Meinung nach kein festes Muster, dass ich an einer bestimmten Stelle stoppe und dann auf jeden Fall die Belohnung erhalte, die ich ins Auge gefasst habe. Ich habe das mal probiert, aber das ist wirklich Zufall. Also vielleicht ist da irgendein Muster drin. Ich habe jetzt keins gefunden. Ich habe mir auch nicht viel Mühe gegeben, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt an einer gewissen Stelle stoppe, das Rad auch dann an der entsprechenden Position hält. Das ist nicht gegeben. Also da muss auch irgendwo was eingebaut sein in der Spielmechanik, dass das halt jetzt nicht so einfach auszuklügeln wäre. Ja, zum Eventgebäude selbst, da kann ich dann noch weiter anknüpfen. Gibt es noch entsprechende Zusätze? Das wäre jetzt hier zum Beispiel eines davon, was mir zusätzlich zu dem, was ihr eben, was ich vorgestellt habe, was ihr da gesehen habt, nochmal 8% Schild für die angreifende Armee gibt. Es gibt auch noch, kann ich euch gleich aber auch nochmal hier live zeigen, ich habe nämlich von jedem mindestens einen Zusatz erhalten, gibt es auch noch die Möglichkeit, Güter zu erhalten und Forgepunkte. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Ja, also wie gesagt, Spin bedeutet, man dreht und dann ändert sich dieser Button hier. Ich meine, der wird dann rot und dann kann ich stoppen. Dann stoppt das Rad, nachdem es ausgelaufen ist, bleibt irgendwo an dieser Stelle hier zufällig stehen. Und das, was hier dann drin ist, das erhaltet ihr dann. Wenn ihr gedreht habt, erhaltet ihr für jeden Dreh zusätzlich noch hier oben einen Kompass. Dieser Kompass, den könnt ihr im Prinzip nutzen, um dann zu segeln. Ja, ihr startet immer hier unten am Startpunkt und dann könnt ihr segeln und dann öffnet sich tatsächlich halt, ich kann es jetzt leider nicht zeigen, öffnet sich so eine Kompassnadel und dann habt ihr die Möglichkeit, zwischen einem und drei Schritte zu gehen. Und jedes Mal, wenn ihr es geschafft habt, oben anzukommen, dann erhaltet ihr halt hier diesen Hauptpreis. Und da ist es auch so, dass jedes zweite Gebäude oder jeder zweite Gewinn ein Upgrade-Kit ist. Und da muss man nicht lange drum rumreden. Also ihr solltet echt kein Problem damit haben, das Hauptgebäude voll auszubauen. Also ich schaffe es jetzt auch,
Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt auf Stufe 8. Ich bekomme jetzt übermorgen das zweite, letzte Upgrade-Kit, dann bin ich auf Stufe 9. Das ist möglich. Natürlich kann es sein, unter Einsatz von Diamanten oder vielleicht schaffen es auch Spieler anders. Ich kann es mir kaum vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da müsste ich so viele Dublonen extra erhalten, damit ich so viele Runden hier in diesem, auf diesem, mit diesem Kompass drehen kann, dass ich aus diesen zusätzlichen Upgrade-Kits halt nochmal ein zweites Gebäude komplett ausbauen kann. Ich stelle es mir schwer vor. Ich möchte jetzt noch ganz kurz. Ach nein, eine Sache habe ich noch vergessen. Es gibt neben diesem Spin-Button auch noch diesen Refresh-and-Spin-Button. Den habe ich eben nicht erklärt. Das hole ich noch nach. Wenn ihr hier auf diesen, in diesen Feldern nichts seht, was euch gefällt, dann könnt ihr diese ganzen, ja, Belohnungen austauschen und dann wird direkt gedreht. Deswegen heißt der Button auch Refresh and Spin. Auch das könnt ihr wieder stoppen. Im Übrigen gilt für beide Felder hier unten, wenn ihr dreht, ihr müsst nicht stoppen. Das heißt, wenn ihr den Button nicht drückt, dann stoppt das Ding halt irgendwann von alleine, automatisch. Ja, so. Dann ist das hier aber komplett. Und jetzt nochmal hier ganz kurz zum Hauptgebäude und den Zusätzen. Das Hauptgebäude habe ich eben gezeigt. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel Shark Shallows für Güter. Ihr haltet also dann hier auf dieser Fläche, ich kann es ja mal zeigen. Also es sind auf jeden Fall auch logischerweise die fünf Felder, also 5 mal 2 sollten das sein. Ja, 5 mal 2, richtig? 2, 4, 5, genau. Ja, erhaltet ihr dann im Prinzip nochmal diese entsprechenden Updates, Add-ons. Add-ons ist besser. Updates könnte man hiermit verwechseln. So, also hier, wie gesagt, bei diesem Shark Shallows erhalte ich 9 Güter extra. Fisherman's Pier sind 4 Forge-Punkte. Und dann habe ich noch jetzt heute sogar Captain's Anchorage erhalten. Das sind, wie eben auch in dem Rad gezeigt oder in diesem Ruderrad, diese 8%-Punkte Schutz für meine angreifende Armee. Das braucht natürlich relativ viel Platz. Deswegen wäre meine Empfehlung, also wenn ihr nicht so viel Platz zur Verfügung habt, dann kann man sich auch tatsächlich überlegen, ob es erstrebenswert ist, hier diese Zusätze, diese Add-ons ja, zu erhalten bzw. auch zu stellen. Das könnte man natürlich auch später im weiteren Spielverlauf immer noch machen, wenn man dann mal vielleicht mehr Platz zur Verfügung hat. Aber alleine dieses Hauptgebäude mit seinen 30 Feldern bietet halt schon so coole Werte, dass es eigentlich jetzt nicht so drauf ankommt, ob ihr seht jetzt hier oben, ja, ich kann jetzt mit der Maus leider nie so drauf zeigen, aber diesen Papageien mit diesem Kettensymbol, was ja zeigt, es ist ein Kettengebäude. Ja, ich erhalte jetzt zusätzlich nochmal 18 Güter, 4 Forge-Punkte und halt diese 8% Verteidigung für die angreifende Armee. Ist jedem selbst überlassen, aber wenn ihr wirklich nicht so mega viel Platz habt, dann empfehle ich euch, es ist cool, wenn ihr die Dinger dann irgendwie im Inventar habt, aber überlegt euch auch wirklich gut, ob ihr das dann hinstellen wollt. Ihr seht ja schon, wie viel Platz das hier so einnimmt. Ne? Das ist ja ähnlich wie hier mit so einem Hippodrom, ne? Was ja auch ein Kettengebäude ist. Ja, wenn ihr den Platz habt, dann stellt es gerne auf. Aber ansonsten würde ich euch echt empfehlen, baut das Hauptgebäude voll aus, das auch hinstellen. Also da würde ich mir den Platz im Zweifel auch für frei machen. Vielleicht habt ihr irgendwelche anderen Eventgebäude, die ihr nicht voll ausbauen konntet. Dann könnt ihr das vielleicht mit einem Einlagerungskit wieder ins Inventar bringen. Wenn ihr davon dann irgendwann mal die restlichen Stufen, die ihr braucht, auch im Inventar habt, dann kann man das ja nochmal setzen. Mit Fortschreiten der Zeitalter werdet ihr automatisch mehr Platz erhalten. Außerdem habt ihr auch die Möglichkeit, über Medaillen und Diamanten auch Platzerweiterungen zu erhalten. Also das ist wirklich einiges wert. Ja, ich denke, das war es jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen. In 2 Stunden 40 ist bei mir wieder Ernte angesagt. Ich kann natürlich über den FOE-Helfer auch nachschauen, was bringt mir das Gebäude als nächstes. Wenn ich mich nicht vertippe, dann funktioniert das sogar. Piratze ist auch nett. Ist eine Mischung aus einem Pirat und einer Katze. Ja, ich bekomme 70 Alabaster, also 70 Güter. Ja, ich freue mich natürlich extrem über die Forge-Punkte, wenn ich die erhalte. Denn meine Güterproduktion auch hier auf dieser Beta-Welt läuft eigentlich immer auf Hochtouren. Aber ihr seht, ich erhalte jetzt hier diese 28%ige Chance, diese 70 Güter zu erhalten. In 2 Stunden 40 ist es soweit. Ja. Also wie ich finde, eigentlich ein ganz cooles Event, was am Anfang vor allen Dingen, ja,
so ein bisschen träge ist, dann mit der, was war's, 45. mit dem 45. Ja, mit der 45. Quest bekomme ich die 22 Dublonen. Da habe ich echt dann einiges an Punkten gut gemacht, konnte mit dem Segelschiff schön ab nach oben, habe ein paar Runden gedreht. Das ist echt cool. Das Gebäude, super. Es lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Und ich denke, für die, die es schon kennen, ist es auch ein Event, was gerne gespielt wird. Also würde ich, empfinde ich jetzt so. Also ich habe schon schlimmere gespielt. Also St. Patrick's zum Beispiel, das ja ging auch, aber hat ja auch eine ganz andere Online-Zeit vorausgesetzt. Und ich finde, das Sommer-Event, das kann man gut mitnehmen. Das ist nochmal sehr dankbar. Vielleicht auch für die, die jetzt gerade noch am Wildpark-Event dran sind und diesen Candy Crush-Verschnitt da irgendwie nicht so toll finden und sowas. Ja, ich glaube, da ist das einfach nochmal so zum Entspannen. Und das haben wir uns ja alle verdient, denke ich. Gut, ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder wenn ich irgendwas vergessen haben sollte oder ihr irgendwas nochmal erklärt haben möchtet, Rückfragen habt, Kritik, irgendwas, dann dürft ihr gerne die Kommentarfunktion unter diesem Video nutzen. Ihr dürft mir natürlich auch gerne ein Abo dalassen, um auch weitere Videos von mir zu erhalten und zu sehen. Noch ein ganz kurzer Hinweis, ich habe mich auf YouTube etwas umbenannt. Ich hieß bisher The Rapture 1983 oder 1983. Ich heiße jetzt nur noch Rapture. Tatsächlich angelehnt an die, finde ich, mega atmosphärisch geniale Kulisse in Bioshock. Das war's. Auf Wiedersehen, viel Spaß beim aktuellen Event, beim Wildpark-Event und spätestens beim Sommer-Event. Bis dann.